damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich habe eine neue Frage und die beantworte ich gerne. Und zwar die neue Frage lautet, wo fange ich an, um die Wurzel meines Problems zu erfahren? Also wie komme ich hin zu der Wurzel meines Problems? Wo liegt die Ursache, die erste Ursache für mein Problem? Ja, das ist eine interessante Frage und da gibt es natürlich viele, viele Antworten drauf, weil es ist abhängig davon, wo jemand vom Bewusstsein steht. Letztlich könnten wir sagen, dass jedes Problem, was irgendein Mensch hat, in der Wurzel immer die gleiche Ursache hat, nämlich, dass er vergessen hat, wer er ist. Dass er ein Teil Gottes ist, dass ein göttlicher Teil in ihm ist, der nicht geboren wird und der nicht stirbt, der Liebe ist, der schon vollständig ist. Aber mit der Trennung davon, mit der Identifikation mit irgendwelchen Gedanken und Dingen, ist es einfach so gekommen, dass wir uns davon getrennt haben. Und dann ist es die Frage, wie weit sind wir davon getrennt? Wie viele Schichten, wie weit haben wir uns im Ego verloren? Und das ist so die Frage. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns alle sehr verloren haben. Und dann fange ich einfach mal bei A an, oder? In dem Zustand, wo wir total verloren sind. Also wir sind in dieser Inkarnation, die anderen, da wissen wir jetzt im Moment noch nichts davon. Wir sind in dieser Inkarnation, wir werden geboren in dieses Leben hinein. Wir haben den denkenden Verstand, der sich identifiziert mit allen Vorstellungen und allem, was es so ist. Und ich könnte jetzt als Beispiel einfach mal nehmen, dass wir ein Problemthema haben und das Problemthema ist vielleicht, ich werde in meinen Beziehungen nicht so geliebt, wie ich gerne geliebt werden möchte. So, das erfahre ich vielleicht schon irgendwie als Teenager. Was erfahre ich dann in meinen späteren Beziehungen? Und wenn du schon die Frage stellst, wo liegt die Ursache für mein Problem, dann bist du schon einen Schritt weiter. Also der erste unbewusste Schritt wäre, ich treffe immer Männer oder Frauen, die mich nicht so lieben können, wie ich gerne möchte. Und der unbewusste Zustand ist, die sind nicht richtig. Ja, und das habe ich dann auch nicht nötig und dann suche ich mir jemand anders. Aber dann werde ich feststellen, das ist genauso. Ja, das heißt, es ändert sich nicht, weil letztendlich in mir die Prägung ist und das Gesetz der Spiegelung sagt, wie innen so außen. Wenn du jetzt also fragst, wo liegt die Ursache für das Problem, bist du schon mal einen Schritt weiter, dass du nicht mehr nur anderen die Schuld dafür gibst, dass es so ist, sondern dass du dich schon fragst, wo liegt das denn? Meistens ist es so, dass wir mit Schritt 1 beginnen. Das wäre die klassische Psychotherapie. Die beginnt dann zu fragen, wie war das denn so in meinem Leben, wenn ich jetzt im Erwachsenenleben das Problem habe, alle Männer oder Frauen, je nachdem, lieben mich nicht so, die achten mich nicht so. Ich ziehe immer Männer an, die jetzt so, wir können es auch nochmal übertreiben. Wir können auch sagen, wir ziehen lauter Narzissten an, die total egoistisch sind und ich erlebe immer, ich werde nicht geliebt und ich bin nichts wert. Und ja, vielleicht erlebst du auch dann in der Therapie, dass du erkennst, dass du dich immer sehr zurückgenommen hast und dass du dich immer vom Selbstwert schon hinten anstellst und du triffst in der Spiegelung natürlich, in der Spiegelung das Gegenteil, diesen Narzissten, der sehr an sich denkt und das Gegenteil praktisch lebt. Und darüber, dass du ihn triffst, ist es so, dass dir das natürlich immer bewusster wird, je mehr die Schere da auseinandergeht. So, jetzt gehst du in die Therapie und du erkennst vielleicht, ach, das ist schon so in der Kindheit gewesen. Mein Vater war so dominant oder meine Mutter und da habe ich mich schon so zurückgenommen. Oder Vater war so dominant mit Mutter und ich habe das gesehen und ich habe das übernommen, dass ich mich besser anpasse und klein mache, damit ich keine Konflikte habe. Also da gibt es ganz, ganz viele Ursachen, wo man da schon finden könnte, wo sind wir da in einem Muster drin, was wir einfach weiterleben. Aber auch da ist die Erklärung, okay, meine Eltern waren so, da haben mich so geprägt und
Darum habe ich mich schon immer so zurückgenommen, weil mein Vater war schon so dominant und dann war ich so ängstlich und war so klein und in der Folge ziehe ich natürlich dieses Männerbild an. So, wenn wir dann noch weitergehen, dann können wir natürlich sagen, okay, im psychologischen Bereich gibt es dann die ganzen Familienaufstellungen und so. Vielleicht komme ich dann dahin, oh, meine Urgroßeltern und meine Ururgroßeltern, da war auch schon jemand und diese Energien habe ich übernommen und all das. Ja, so, aber dann sind wir noch nicht am Ende. Dann geht es weiter mit meinen eigenen früheren Leben. Oh, dann entdecke ich vielleicht, auf welche Art auch immer, Rückführung oder wie auch immer, dass ich in einem früheren Leben so narzisstisch war und dass andere so gelitten haben durch mich, wie ich heute. Das Gefühl, was ich heute habe, das habe ich in der Vergangenheit anderen gemacht, aber es ist schon so lange her, dass ich es vergessen habe. Also beginne ich dann dieses Feld Inkarnationstherapien, Reinkarnationen anzuschauen, verschiedene Teile anzuschauen und das Feld wird immer größer und die Ursachen werden immer weiter zurückliegen. Und so habe ich vielleicht viele karmische Leben, wo ich das und das gemacht habe und in der Folge heute diese Ernte davon erleben muss, ja? So. Wenn wir dann noch wieder einen Schritt weitergehen, weil das Bewusstsein im Laufe der Zeit immer größer wird und unsere Erkenntnisfähigkeit auch immer größer und das, was wir zugedeckelt haben von unserem wahren Selbst oder von diesem Teil, der so genannt werden kann, ein Selbst, weil das Selbst, was wir letztendlich sind, kann wahrscheinlich überhaupt nichts mehr wahrnehmen. Aber wenn wir so die erste Monade nehmen, dieser göttliche Funke in uns, dann je mehr wir ablegen, je mehr wir erkennen, dann kommt irgendwann der Moment, dass wir erkennen, dass alles nur eine Vorstellung ist. Auch all das, was wir so erkannt haben, erkennen wir dann wieder als Vorstellung. Und dann können wir das auch abgeben. Und letztendlich, ein tolles Satz ist, auf einer höheren Bewusstseinsebene erkennst du, dass es keine Probleme gibt. Und das wäre letztendlich die Wurzel eines jeden Problems, dass wir uns mit etwas identifiziert haben und es zu einem Problem gemacht haben. Und so ist es natürlich auch, dass wenn jemand in diesem Seinszustand leben kann, dass er seine Identifikationen sieht und leicht austreten kann, dann kann der sich immer leicht von der Wurzel des Problems befreien. Der normale Mensch wird in der Unbewusstheit sein und muss von der Unbewusstheit zur Bewusstheit auf einem Stufenweg. Ja, es wird immer eine Stufe geben, die hat er geschafft, dann kommt er auf die nächste, dann kommt er auf die nächste und so kommt er letztendlich in die absolute Befreiung. Und da gibt es auch Wege, die einige erleben, dass sie auf einmal blitzerleuchtet sind, dass sie eine Erfahrung haben, die meistens auch, wo Leid vorangegangen ist, wo auf einmal diese Erkenntnis kommt und die absolute Befreiung von der Identifikation sofort erfolgen kann. Das gibt es auch. Und es gibt auch spirituelle Meister, deren Auftrag es ist oder mit so einer hohen Schwingung leben, wenn man da sich aufhält, dann ist das eigentlich das, was die einem eher beibringen wollen, dass die Wurzel des Problems ist, dass du vergessen hast, wer du bist. Ja? Der Therapeut oder der Coach oder was auch immer, welche Bezeichnung wir nehmen, der hilft dir, in diesem Vergessensein etwas zu sortieren, damit mehr Raum frei wird, um dann eine Stufe höher zu kommen. Und ein spiritueller Meister, der ignoriert meistens diese Stufen und will dich mit seiner Präsenz gleich in dieses Bewusstsein hineinbringen. Ja, also wo du jetzt anfängst zu suchen, ist abhängig davon, wo du selber stehst. Und so ist mein Anfangssatz auf diese Frage, gibt es viele Antworten, bleibt somit bestehen. Also wo stehst du? Und dann schau, dass du einfach weitergehst da, wo du bist. Und deine Seele wird den Weg kennen,
den du gehen musst in diesem Leben, den du gewählt hast, und dann vertraue deiner Seele. Also folge deinen Impulsen, wo zieht es dich hin? Ja, zu welchem Therapeuten, zu welchem Lehrer, was glaubst du, was deine Seele dir sagt, was du brauchst, um an die Ursache deines Problems zu kommen, um die Wurzel ausreißen zu können. Gut, ich hoffe, die Antwort dient dir. Das war jetzt die letzte Frage, die ich habe von euch. Ich werde jetzt selber Ostern verreisen und ich werde danach selber auch noch ein Seminar besuchen. Und da ich jetzt keine Fragen habe, gibt es jetzt keinen neuen Film. Und ich bitte euch, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir und dann gibt es wieder neue Filme. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und ganz liebe Grüße. Tschüss. Damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf.